Also, Freitag? Freitag. Hiermit erkläre ich dem Frieden und dem Glück den Krieg! Wir werden ihn verlieren! Wer zum Trampolin! Hier ist nicht so, wie es aussieht. Wie es aussieht, haben wir Besuch. Wir haben es wohl mit seinen Kumpeln zu tun. Wir haben der Oberflächenwelt den Krieg erklärt. Ihr haltet uns niemals auf. Ach, Jungs, ihr hättet wirklich unter der Erde bleiben sollen. Hallo und herzlich willkommen zu Lego, die Unglaublichen. Wir legen uns heute mit der Disney Copyright Mafia oder der Content ID Mafia an. Kann ja nur gut werden. Yo, ich habe nämlich in letzter Zeit irgendwie aus völlig unerklärlichen Gründen Bock auf ein Lego-Spiel gehabt und ja, was macht man so, wenn man Lust auf irgendwas hat? Dann kauft man sich's halt spontan, wenn man das Geld mal eben so hat. Zum Glück hatte ich es in diesem Fall und ich dachte mir, hey, Die Unglaublichen ist ein toller Film, ich habe zumindest den ersten gemocht, den zweiten habe ich bis heute nicht gesehen. Wird dann interessant jetzt hier, weil ich glaube, Lego, die Unglaublichen, verwurstet auch die Ereignisse des zweiten Films. Würde zumindest erklären, warum hier im Intro halt die ganze Familie inklusive Jack-Jack hier schon im Superhelden-Outfit rumläuft. Aber hey, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Mal ganz abgesehen davon, dass mich nach all den Jahren, die Unglaublichen 2, glaube ich, schon auf dem Buckel hat, Spoiler nicht mehr so wirklich tangieren. Kann ich außerdem mal sehen, wie gut die Zusammenfassung hier ist. So, das sieht alle. Also mein letztes Lego-Spiel ist eine Weile her. Ich meine, das war entweder Lego Herr der Ringe oder Lego City Undercover. Hab mit Lego-Spielen zumindest insofern Erfahrung, dass ich die ersten beiden Lego-Star-Wars-Spiele ganz gut kenne und durchgespielt habe, aber irgendwie so zwischen Lego City Undercover, was halt ein Open-World-Spiel ist, und Lego Herr der Ringe, dessen Sidequest-Struktur mich irgendwie nervte, habe ich so ein bisschen die Begeisterung für Lego-Spiele verloren. Und naja, die ganzen anderen Lizenzen, die Lego verwurstet oder die Traveler's Tales, die Entwickler verwursten, die haben mir nicht so wirklich zugesagt. Ups. Daneben gesprungen. Aber was ich hier schon sehe, ist, dass es ein deutlich involvierteres Kombo-System gibt. Inklusive solcher Finishing-Moves, und das ist durchaus eine andere Hausmarke, als ich das noch so von Lego Star Wars und Konsorten kenne. Die waren ja eher so sehr simpel gestrickt und buttonmashig. Also nicht, dass es hier jetzt wenig Button zu mashen gibt, aber naja. Das waren alle und jetzt weiter.
Die Schwebebahn! Frozone! Yeah! Wer lenkt dieses Ding, Bob? Der fährt ja noch schlechter als du. Niemand! Wir versuchen, sie zu stoppen. Aber wir müssen an diesem Zahnrad vorbei. Kannst du es einfrieren? Ja, wenn es stehen bleibt, müsste ich es zerschmettern können. Na klar doch! Eine Eiskralle? Kommt sofort! Yeah, wir haben einen neuen spielbaren Charakter an Bord. Und augenscheinlich etwas, womit wir nicht interagieren können. Was auch immer. Ja, dann machen wir das doch mal glatt. Schon besser. Kommt mit! So, ich schätze mal, was muss ich jetzt mit Mr. Incredible kaputt hauen? Oder einfach nur reinrennen? Okay. Kann man auch so machen. Was mich ein bisschen wundert bei diesem Spiel gerade, ist die Soundabmischung, dass die Zwischensequenzen alle irgendwie so unglaublich leise sind und im Vergleich dazu der Spielsound halt lauter. Aber naja. Ob ich das jetzt in der Nachbearbeitung manuell korrigiere oder einfach so lasse, ihr werdet sicherlich jetzt gerade hören, hängt wahrscheinlich von meiner Faulheit mit ab. So, ich möchte übrigens, Stichwort Faulheit, ich möchte an dieser Stelle anmerken, Lego-Spiele sind dafür bekannt, dass sie eine Menge Zeug verstecken und man viel entdecken kann und so. Das hier wird kein 100% Let's Play, das könnt ihr vergessen. Dafür habe ich momentan weder die Zeit, noch die Muße, noch die Geduld. Das wird alles ein reiner, einmaliger Story-Durchlauf. Ich glaube, das ist auch besser so, weil so wie ich die Lego-Spiele in Erinnerung habe und wenn sich daran nichts geändert haben sollte, dann ist da eine Menge Wiederholung drin. Also dann musst du die Level mehrfach spielen im freien Spiel dann, wenn man seine Charaktere manuell auswählen kann und dann verborgene Sachen alle einkassieren. Mit etwas Glück finde ich die Steuerung. Zack, das nächste Minikit. Das ist doch mal ein ordentliches Bautempo. Keine Ahnung, was ich mit diesem Vehikel soll, aber... Hey, ich hab's. Okay, dann muss ich hier Elastigirl ranschicken. Wenn jetzt das Icon auch auftaucht, danke. Wenn ich die Plattform hoch genug kriege, dann müsste Bob es schaffen, mich zur Überführung zu werfen. Augenscheinlich haben die hier ein Schwein engagiert. Warum auch nicht? Diese Lore loswerden. Komm schon, Bob, wirf mich! Okay, mir gefällt die Idee. Alles gut, mein Schatz. Ich stecke bloß fest. Kannst du was bauen, damit wir in das Bohrfahrzeug kommen?
Du meinst, nachdem wir diese Bürger gerettet haben, oder? Klar, ich hänge ja einfach ab. Aber ihr müsst zusammenarbeiten. Alles klar, Dad. Na, wenn's weiter nichts ist, dann retten wir mal ein paar Zivilisten. Dann geht hier gerade die Framerate in die Knie. Oh je, was für ein Durcheinander. Violetta, kannst du mich über diesen stinkenden Glibber bringen? Das Zeug stinkt wie dein Zimmer. Und du auch. Nein, warte. Kinder, hört auf damit. Auf die Plätze. Fertig. Ich danke dir, junger Mann. Oh, schick! Wir brauchen noch mehr von diesen Steinen, um etwas zu bauen. Aber rette zuerst die anderen Bürger. Erst die Bürger, ja, alles klar. Ist wirklich alles okay, Bob? Ja, alles gut. Danke. Konzentriert euch darauf, alle anderen zu retten. Möbel sehen irgendwie cool aus. Ich wette, ich kann meine Kräfte einsetzen, um etwas daraus zu bauen und den Lastwagenfahrer zu retten. Wird aber nicht so cool wie dieser Looping, den ich gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe jetzt genug. Wir holen sie da runter, Sir. Falle! Sie. Puh, nie wieder liefere ich was in einen anderen Staat aus. Danke, du hast mich gerettet. Ich dachte schon, das war's. Vorsicht, es sind noch mehr Männer vom Tunnelgräber. Ihr mickrigen Bodenbewohner. Diese Typen gehen mir auf die Nerven und machen meinen Anzug schmutzig. Interessantes Manöver. Weil das weniger interessant ist, dass ich... Bitte? Hallo? Ich weiß, was ich einfrieren soll, aber... Irgendwie wollen meine Teamkollegen nicht. Brauche ich erst mehr Wasser oder sowas? Bin ich gerade blöd? Habe ich gerade nicht aufgepasst? Ah, geht doch. Fröhliche Spritztour! Frozone, danke. Ich bin ein riesiger Fan von ganz früher. Ich helfe immer gern. Und jetzt ab in Sicherheit. Dad, wir haben noch einen. Toll gemacht, Leute. Dad! Alles gut. Nein, sie bricht durch. Ich mach schon. Kinder, wir müssen in das Bohrfahrzeug rein und den Maschinenraum finden. Wir sind gleich soweit. Jetzt fehlt nur noch einer, bevor wir losbauen können. Au! Ich sehe einen! Da oben! Ja, aber wir können dort nicht aufklettern. Also musst du einen von uns hochwerfen, Dad.
Okay, das ist der letzte. Wir sind fertig. Ich will den nochmal da hochwerfen und schauen, dass ich da eventuell... Yep. Oh, da hätte ich auch einfach lang gehen können. War eh nichts Wichtiges. Zum Heimwerken, ne? Was meint ihr, Kinder? Kommst du wirklich damit klar, Dad? Mit der Montage des Grills bist du dich nicht so gut angestellt. Sie sind wieder in der Öffentlichkeit. Das ist unsere Chance. Folgt ihnen. Violetta, wir sind hier, Mom. Wir sind hier, Mom. Na los, zum Maschinenraum geht's da lang. Ihr zwei bleibt in der Nähe und wandert nicht hoch. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Und schon wieder. Violetta, kannst du das? Nein. Nein. Na also. War das denn so schwer? Ja, war's. Geduld mit diesem Typen. Oh je, das ist mal ein wütendes Gesicht. So viele Steine, so viele Framerate-Einbrüche, meine Güte. Vielleicht war es ja doch nicht ganz so die gute Idee, die Switch-Version zu wählen. Hört auf, da noch mehr Kohle reinzuwerfen, sonst läuft der Motor heiß. Glaubt ihr etwa, das Zeug wächst auf Bäumen? Kohle ist genau genommen prähistorisches Pflanzenmaterial. Hör auf, mir Dinge beizubringen. Vielleicht können wir ja den Motor überhitzen. Okay, finden wir noch etwas Kohle und werfen sie rein. Jetzt schaffen wir die Lora auf die Plattform. Aber Vorsicht, diese Maschinen hier sehen ganz schön gefährlich aus. Ja, schieben ist sehr schön und gut, aber ich will erstmal noch kurz erkunden. Schauen, ob ich hier nicht noch irgendwas Schönes aufsammeln kann. Einer von uns muss die Lore auf die Plattform schieben.
Ein Minikit zum Selbstzusammenbauen, auch nicht übel. Okay, schieben wir die Lore mal an. Bleibt ja nichts anderes übrig. Violetta, wir müssen diesen Aufzug antreiben. Bin schon dran, Mom. Zeit für etwas Hamsterball-Action. Charakter, danke. Wir haben es geschafft! Da oben ist eine Stange, an die ich einen von euch werfen kann. Oder Elastigirl könnte da einfach sich dran heften. Das wäre auch eine Option. Aber augenscheinlich ist das zu einfach. Jetzt kippt die Kohle in den Motor, um ihn zu überhitzen. Bahn zu bewegen? Ja, ich sollte vielleicht erstmal die Lore in Position bringen, dann könnte das mit dem Kippen auch funktionieren. So. Okay, Leute, haltet euch fest! Er wird heiß! Los! Geh kaputt! Geh kaputt! Es funktioniert nicht! Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen diesen Kühlmittelbehälter runterziehen. Damit fliegt der Motor sicher in die Luft. Soweit so gar nicht gut. Sprinten wir mal schnell rüber und schauen, was man jetzt machen kann. Noch mehr! Wir nähern uns dem Rathaus! Keine Sorge, Dad! Diese Jungs sind gar nicht so stark! Darüber und versuche dann den Kühlmittelbehälter rüber zu ziehen. Bob, gib mir mal darauf. Na los!
Jetzt lassen wir mal schön Dampf ab. Heute ist noch was anderes passiert. Mit einem Jungen. Und meiner Maske. Keine Bewegung, Superheld! Was haben wir getan? Okay, soviel zum ersten Level. Das war doch mal ein schöner, actionreicher Einstieg. Ja, oh, die Minikits sind immer solche Modellbausätze. Leider lassen die sich meines Wissens nicht im ersten Zug kriegen. Da muss man immer erst mit dem freien Spiel dann noch was machen, aber kann natürlich auch hier anders sein, weiß ich nicht. Gut, dann schauen wir mal, wie es jetzt hier noch weitergeht. Und wenn es jetzt hier nur noch ein paar ausleitende Zwischensequenzen bis zur Hubwelt oder sowas gibt, dann machen wir hier Feierabend. Sicherheitshalber sag ich schon mal bis zum nächsten Mal. Also das liegt ja nicht so gut. Haben wir was falsch gemacht? Superhelden sind illegal. Egal ob fair oder nicht, so will es das Gesetz. Hätten Sie vielleicht Interesse, das Gesetz zu ändern? Superhelden! Winston Dever, nennen Sie mich Win. Und das hier ist meine Schwester Evelyn. Hallo, Superhelden. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Was ist der Hauptgrund, weshalb Sie alle in den Untergrund gehen mussten? Ignoranz. Wahrnehmung. Wenn es unser Bestreben ist, die Wahrnehmung von Superhelden bei den Menschen ändern zu wollen, dann müssen Sie ihnen Ihre Wahrnehmung von der Welt vermitteln. Und wie machen wir das? Dann müssen Sie ihnen Ihre Wahrnehmung von der Welt vermitteln. Wir bauen winzige Kameras wie diese da in Ihre Superanzüge ein. Hab ich selbst entworfen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, sind superste Superhelden. Sie drei werden gebraucht. Na los, helfen Sie mir, allen Superhelden wieder zur Legalität zu verhelfen. Das klingt großartig. Mr. Dever, das ist wunderbar, aber zu großzügig. Unsinn, das ist doch das Mindeste. Unser neues Haus? Das ist ja unglaublich hier. Ich fasse es nicht, dass Dever es uns einfach leiht. Ja, er hat es irgendeinem exzentrischen Milliardär angekauft. Es ist definitiv besser als das Motel. Wir haben hier alle ein wenig mehr Platz. Und einen Wasserfall. Hier ist viel mehr Platz. Okay, jetzt entspannen wir uns erstmal und machen es uns gemütlich.